So, meine Freunde, vor 12 Tagen um 4.15 Uhr gespeichert. Echt? Wollt ihr mir sagen, ich habe seit über einer Woche Kataklysmus nicht gespielt? Das kann nicht stimmen. Das ist nicht korrekt. Warte mal ganz kurz. Hä? Hä? Nie im Leben, Alter. Also die Uhrzeit wird passen, aber... Das ist... Nein, das ist... Das stimmt nicht. Ich habe vor ein paar Tagen erst gespielt. Wo waren wir stehen geblieben? Okay, ein Gebäude fehlt der Weg zur Feste. Das ist mir relativ wurscht. Fette Explosion auf alle Fälle hier. Sind ressourcentechnisch relativ voll. Sauerstoffproduktion ist 335 in der Minute. Wir haben einen extra Bogenschützen. Ich erwarte wahrscheinlich auch irgendwann Feindkontakt von der einen oder anderen Seite. Wir kommen da nicht hin, weil destroyed. Bad. Ah, da hoch kommen wir schon. Interesting. Ja, schieß schon mal ein bisschen da auf die Leute. Frage ist halt, von wo werden die uns wieder überall aufs Eierchen gehen? Stimmt, die hier ist an sich Premium, aber ich verstehe nicht ganz. Es gibt hier so viele Ressourcen, ne? Aber ich kann die nicht alle in Anspruch nehmen. Weil ich hier in diesen Gebieten nicht bauen kann, ne? Seht ihr ja. Ich kann ja nur hier bauen. Sobald ich hier reingehe, geht's nicht mehr. Und da drin will ich... Weil wir müssen ja auch dieses andere, dieses Schwefel da oder was auch immer da irgendwie noch bekommen. Das ist blöd. Das ist blöd. Muss ich sagen. Das sieht mir tatsächlich schon... Das sieht schon besser aus. Überall aufpassen hier. Erhöht den Schaden pro Treffer. Ist möglich. Verbessert die Reichweite von allen Einheiten. Quasi erstmal die Upgrades mit rein. Ach, das ist ein Bau. Lol. Gar nicht gesehen gehabt. Könnt ihr kurz hoch? Das ist ja, was ich auch... Oh. Aha. Das ist Jackpot hier drüben. Was ich aber auch sagen muss. Geht das? Ja. Was ich aber auch sagen muss. Dieser Erkundungspart mit dabei. Der hat schon was, also das muss man schon sagen. So, das bauen wir dahin. Ich denke, ihr seid durch, oder? Ich glaube, hier gibt es so keine Viecher mehr, oder? Nee. Dann schauen wir als nächstes mal hier hin. Lass mal gucken, ob wir überhaupt da hinkommen. Also theoretisch könnte man hier einfach sich runterbauen. Da ist ein Schwanenkondensator. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, was ich gut finde, ist, dass wir auch über Ressourcen, also wir können auch über die maximale Lagergrenze gehen. Was ich an sich ganz cool finde. Würde das Sinn machen, da auch einen Steinbruch hinzubauen oder eher nicht? Pff, ne, scheiß drauf.
Das ist die Frage. Was? Schrecken zu nah, um zu bauen? Hä? Excuse me? Habt ihr euch gedacht, ja? Das Problem ist, okay, Forschung. Forschung fertig? Ja. Erhöhen die Militärkapazität. Dann bauen wir auf alle Fälle nochmal ein, zwei Hütchen. Wir haben ja an sich wirklich enorm viel Platz zum Bauen. Bauen wir drei Hütchen. Dann haben wir noch immer einen Zuwachs von 2,5,5. Aber wir werden sehen, ob und wie lange das noch reicht. Wie war das mit dem Lagern? Die Lager waren ja sehr... Also, oh Gott, was wir hier alles bauen können jetzt. Erstmal auf Stufe 2 von Wohlstand hoch. Das ist erstmal die erste Sache. Dann schauen wir mal. Wir need auf alle Fälle mehr Einheiten. Hier steht 4 angeworben, 10 ist Maximum. Was ist mit den anderen passiert hier? Was ist mit euch passiert? What the actual fuck happened? Ach, jetzt können sie runtergehen. Nee. Schrecken zu nah, um zu bauen. Excuse me, welcher Schrecken? Hier ist kein Schrecken. Muss ich, kann ich da drüben runter? Muss ich... Aber das Ding ist, selbst wenn ich jetzt hier lang gehe... Selbst wenn ich jetzt da lang gehe... Der Weg ist enorm. Digga, außer Sicht. Es muss doch einen Weg hier runter geben. Wir bauen jetzt erstmal wieder ein bisschen was für die Luft. Frischluftzufuhr. Oh. Scusi. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, so wie es ausschaut. 1, 2, 3, 4. Schön hoch. Und dann versuche ich mir wieder zu merken, wie das vor 8 Wochen war, als ich angeblich zuletzt gespielt habe. Diesen bescheuerten Leitern. So, das ist so ein gerades Ding. Du kannst dann quasi eine... Ne, schau, das ist schon der erste Fehler. Wir müssen ja erstmal quasi eine gerade Treppe wieder bauen. So. Und hier bauen wir quasi dann das Podest. Dann brauchen wir hier... Erstmal wieder so ein Ständer. Und dann geht's wieder hoch. Das nennt sich dann die Safe Space Methode. Denkt ihr euch bestimmt, was labert denn der schon wieder, ha? Was labert denn der schon wieder, ha? Dann sage ich euch, ich habe keine Ahnung. Würde rein theoretisch so reichen eigentlich, aber. So. Das sollte dann passen und dann können wir natürlich hier wieder schön Luft hinpumpen. Da müsste das eigentlich so laufen. Schauen wir mal. Aber was machen wir mit euch? Angeblich können wir da nicht hin bauen. Wegen Schrecken. Aber ich sehe keinen Schrecken. Schrecken, das ist auch alles ausgegraut hier. Seht ihr das? Das ist hier alles... Das ist hier alles Dead Area. That's right.
reach its destination. Mhm. Ist es aktiv? Kein Weg frei. No. Kann ich da eine... Mal Ideen. Mal Sachen testen. Es hat nicht funktioniert. Hätte ja sein können. Einzige Idee wäre halt, dass wir vielleicht hier einfach rüberbauen könnten. So quasi. Nee. Würde das gehen? Theoretisch? Yes. A unit can't reach its destination. Masks on. Ah? Ah, das ist dieses Gebiet ist hier so, ne? Seht ihr das? Also wir sind jetzt auf alle Fälle mal auf der anderen Seite. Damit ist auch hier theoretisch eine Verbindung. Oh Gott, ich bin so retarded. Wenn ich jetzt hier verreckte, wäre ich wirklich selber schon gewesen. Dann hätte ich da 400 Zuwachs pro Minute. Wieder nochmal ein paar extra Einheiten dazu rekrutieren. Stein ist an sich top, nur mit Holz habe ich noch ein bisschen meine Probleme. Können wir denn jetzt nochmal hier irgendwo eine Holzfällerhütte hinbauen? Nicht genug Platz, nicht genug Platz, niedrig. Ich habe 3 Sammler? Und da kann ich nicht bauen. Mehr Unterstützung notwendig, das würde ich mir auch mal wünschen. Hier gibt es 11 rein theoretisch. Bauen wir da einen hin. Habt ihr alles aufgeräumt? So, kurz gucken, weil mich interessiert, warum ist das hier alles so... Ah. Oh. Ein verdorbenes Leuchtfeuer ist the problem hier. Und jetzt haben wir das Problem gelöst, oder? Tatsache. Und jetzt können wir dann nämlich auch einfach hier eine Leiter hinbauen. Das finde ich sehr, sehr schön. Das nicht. Was mache ich denn überhaupt? Podest. Das sieht so falsch aus. So. Komme jetzt aber immer noch nicht ganz hin. So, jetzt hat. Jetzt müsste man hier direkt hochgehen können, ne? Ja, Checkpoint. Okay. Und jetzt haben wir auch so einen Schwadenkondensator-Sammler. Sammelt Schwadenkraftstoff, der für Sprengstoff und Maschinen verwendet wird. Funktioniert besser in unmittelbarer Nähe von großen Mengen von Schwaden. Und das läuft jetzt, oder wie? Okay, ressourcentechnisch ist an sich alles supidubi. The only problem I have right now is A, wir brauchen mehr Pops, B, wir brauchen mehr Luft und C, wir brauchen mehr Soldaten. Limit ist bei 20, dann sollten wir die verdammt auch nochmal ausbilden, ja. V was, ne? Ich suche mir immer stundenlang die Gebäude raus, ist aber auch völlig unnötig eigentlich, weil wir einfach mit V hingehen können. Und die Gebäude einfach so kopieren könnten. Das ist deutlich zeitsparender. I see a small problem emerging here. Mal gucken, wir werden sehen, ob ich damit richtig liege. Nee, ich glaube, das ist eine schlechte Idee, das hinzubauen, weil ich habe irgendwie Angst, dass wir dann hier nicht mehr mit der Mine durchkommen. Fragen, die ich mir auch noch stellen muss an der Stelle, sind halt auch zum Beispiel noch, wo sind weitere Feinde zu erwarten?
Zum Beispiel, ne, wir wissen ja, es wird an mehreren Orten angegriffen werden. Das ist ein trauriger Fakt. Der Hass auf uns ist halt einfach sehr, sehr groß von feindlicher Seite hier. Kann nicht florieren. Ja, ja, ja. Das weiß ich schon. Wo ist denn das Holz? Achso. Blub. 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 Blub, blub. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache. Wir werden es gleich sehen. Können wir die Kurve bauen? Das müsste gehen, so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt hier gerade deutlich komplizierter baue, als es irgendwie notwendig wäre. Und alle so, ja, 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 ja. Das machst du, du Trottel. Ich euch auch lieb. Und dann auch mal eine nach rechts Kurve. So. Und dann können wir nämlich das hier wieder wegmachen. Und das hier wieder wegmachen. So. Die Steinmetzger, die ist relativ teuer und die hat auch sehr hohen Unterhalt leider. So. Haben jetzt aktuell 335. Tendenz wachsend. So, ihr seid ja soweit hier ready, ne? Da gehen wir als nächstes dann hin. Jetzt schauen wir erstmal hier hoch. Okay, das sieht mir sehr interessant aus hier. Das sieht mir sehr, sehr interessant aus. Ein Brutnest. Kommt die nicht alle hoch? Wie gesagt, ich poker jetzt einfach hier an der Stelle. Weil wir rein theoretisch das Ding auch ein bisschen umbauen könnten, glaube ich. Weil das ist ja ein bisschen zerstört. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und könnte man bestimmt ein bisschen aktualisieren. Also wir lassen die jetzt hier hochlaufen. Das ist mir soweit alles recht. Das hingegen jetzt so nicht. Aber ihr müsstet noch ein Stück weiter hoch. Beziehungsweise. Oh, das war blöd von mir. Glaube ich. Wir werden hier nicht laufen. So, genau. Das alles bauen kann. Ey. Man könnte wirklich, wenn man wirklich ein bisschen Skill hat oder ein bisschen Können hat, könnte man wirklich so richtig krass schöne Sachen bauen. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt sage, was sind das für Dinger? Wollte ich jetzt mal hier so bauen. Das Problem ist, wenn ich die jetzt hier ab... Ah, wobei, den kann ich sogar abreißen. Das ist das Leiterding. Dürfte aber auch... Ah! Dürfte aber auch funktionieren eigentlich. So, dafür dann die Leiter dahin. Und dann das wieder abreißen, bitte. Und dann können wir ja rein theoretisch dann, müsste ja eigentlich, so, dann können wir jetzt einfach mal weiter hier hin. Okay. Yeah.
Aber wenn es... Also aktuell kommt eine Welle von da. Eine relativ große Welle sogar. Wir können hier nicht weiterbauen, was ich sehr, sehr schade finde. Grundsätzlich gefällt mir dieser gesamte Aufbau hier nicht. Könnte auch hier vorne rein theoretisch noch einen Außenposten errichten. Ja, es tut mir leid, mir gefällt das irgendwie alles nicht hier. Ich finde dieses gesamte Layout, dieses gesamte Setup hier ist nicht so mein Geschmack. Frage ist, wie machst du es jetzt besser, Krabbe? Das hast du alles so schön liebevoll abgerissen. Jetzt musst du halt auch irgendwie eine Lösung dafür finden. Und da werden wir sehen, ob ich die habe. Kann ich? Wenn wir jetzt sagen, man muss ja praktisch denken. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Wir müssen ja praktisch denken. Und eine massive Verteidigung errichten, ne? Das ist ja eigentlich alles, worum es geht. Beziehungsweise die machen wir weg. Dafür können wir dann das so bauen. Und dann... Bin ich immer noch retarded. Können wir nicht das Ganze nochmal so machen? So. Ne? Sieht jetzt erst im Moment mal echt komisch aus. Aber im zweiten Moment werdet ihr jetzt bestimmt sagen, ja doch, das macht schon jetzt alles Sinn, was er da treibt. Und genau so soll es ja auch sein, ne? Wisst ihr, was ich meine? Können wir noch ein Fenster errichten, wenn man das wollen würde, wollen wir aber nicht. Ich bin ja nicht hier, um in die Ferne zu gucken. Dein Vorrat war auch schon mal mehr. So. Das kommt weg. Genau, ihr geht da hoch. So. Dann, machen wir das Ganze hier natürlich auch noch. So. Ups. Ist direkt umgefallen. Gibt es noch Flaggen mit rein? So. Ist es jetzt besser als vorher? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Eines schönen Tages. So, wie läuft es bei euch da drüben? Sehr gut, die zerstören hier dieses komische Ding, was da ist. Und da oben ist dieses Artefakt. Sehr cool. Sobald wir das zerstört haben, nämlich jetzt, können wir dahin, oder? Das sieht mir fast so aus, als ob wir hier dann so ein bisschen safe sein dürften sogar von der Region. Und da ist das Stückchen Buch, was wir suchen. Oder? Ja. Dun, dun, dun. Oh. Schließe dich der Expedition an oder sitze deine Zeit ab, hatte der Richter gesagt. Ha. Ich dachte mir, du hast dich mal wieder rausgemogelt, du alter Hund. Ein paar Abende in einem Zelt und dann verschwinde ich mit vollen Taschen in die Nacht und keiner von denen wird es merken, diese Narren.
Mein Bruder kam zum Sodator, um mich zu verabschieden, als hätte es sie gut mit mir gemeint. Er hatte sogar den Nerv zu weinen. Hat geheult wie ein Kleinkind, düsterer Himmel. Er hat so laut geweint, es war peinlich, dieser Trottel. Ich werde früh genug wieder in Hoga sein. Es ist Nacht, meine Freunde. Und damit heißt es für mich, wir gehen jetzt hier hin und hoffen, dass wir einfach notfalls als weitere Verteidigungslinie helfen können. Mein Problem ist jetzt nur, ich hätte hier... Wir machen das nächste Folge, Freunde. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und dann gucke ich, dass wir das vielleicht hier irgendwie zubekommen. Macht's gut. Tschüss.